Meine Lieben, heute gestalte ich wieder eine Seite in einem Letter Journal, was ich zugeschickt bekommen habe. Das macht mir wirklich viel Spaß. Und ich würde sagen, legen wir gleich mal los und ich zeige euch, wie das hier gemacht ist. Meine Lieben, bei mir war wieder ein Letter Journal eingetrudelt und ich wollte euch das kurz zeigen, obwohl ich finde das diesmal jetzt nicht ganz so aufregend. Ich habe schon mal ohne euch gestempelt, aus dem Grund, weil ich wollte das halt wirklich in Ruhe machen. Die drei Stempel da und also außer die Fledermäuse sind von A Cappella. Eine kleine feine Stempelschmiede. Wenn ihr auf Stempel steht und die noch nicht kennt, würde ich euch raten, guckt da mal rein. Großartige Sachen, auch die Sprüche sind echt toll. Leider habe ich beim Stempeln versagt, wie ihr seht. Also habe ich mir den Zauberer nochmal abgestempelt, werde den kolorieren, werde den dann ausschneiden und muss den halt da drüber kleben. Anders geht das Ganze halt leider nicht. Immer ein bisschen nervös, wenn ich in so einem fremden Journal in irgendeiner Form arbeite. Einfach aus dem Grund, weil ich das Papier halt nicht kenne, ich mir Sorgen mache, dass ich irgendwie was einsaue. Was halt, wenn ich jetzt nur eine Karte machen würde, nicht so schlimm wäre, wie ja, das Werk von jemand anderem zu zerstören, finde ich halt eine furchtbare Vorstellung. Ich habe dann gesagt, ich wage es, das Ganze mit Aquarellfarben zu kolorieren, auch den Hintergrund zu machen, wobei ich jetzt natürlich auch darauf achte. Es ist ja wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, was es für ein Papier ist, kein richtiges Aquarellpapier, wo ich jetzt richtig mit den Farben in die Vollen gehen kann, in dem Sinne, dass ich mehr Wasser beim Kolorieren nehmen kann. Also versuche ich die Farben, die Aquarellfarbe, nicht zu feucht aufzutragen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit halt meine. Und trotzdem irgendwie hier einige Details reinzubringen. Also ich finde, ich weiß nicht, dieser Reiter auf diesem Ding, was das auch immer ist. Das gehört so, gehört in die Kategorie. Ich habe diesen Stempel gesehen und ich wusste, ich brauche diesen Stempel. Auch wenn wenn die andere Seite gesagt hat, also die andere Stimme im Kopf, bist du bekloppt, weißt du, wie aufwendig der zu kolorieren ist? Weil da sind ja wirklich viele kleine Flächen. Inzwischen achte ich auch ein bisschen beim Stempelkauf darauf, wie das nachher sein wird, wenn ich es koloriere. Wenn ich aber so einen obergenialen Stempel halt sehe, dann ist mir das dann letztendlich auch egal. Und ich muss den halt trotzdem haben. Schon so, dass ich inzwischen gucke, wie aufwendig ist es, einen Stempel zu kolorieren. Aber zum Beispiel auch hier diesen Zauberer finde ich einfach nur großartig. Ich nehme, wie ihr seht, zwischendurch Aquarellfarben aus der Tube. Ich habe das zwar schon mal erzählt, aber vielleicht sind ja ein paar neue mit dabei. Und zwar ist es so, ich habe einen Aquarellkasten, aber der hat mich genervt. Und irgendwann habe ich halt rausgefunden, was mich daran genervt hat. Und zwar, dass die Farben so nah beieinander sind, dass ich zum Beispiel Gelb nehme und das nicht schaffe, nur das Gelb rauszunehmen, sondern das schwappt in den nächsten Topf, gibt ein Farbchaos. Und das fand ich halt nicht so schön. Und mit den Tuben kann ich die Farbe auf die Paletten geben. Und wenn ich ein bisschen Farbe versauen sollte, ist es nur ein wenig Farbe. Und für mich hat sich jetzt diese Methode total bewährt. Und ich muss sagen, ich liebe es, von den Paletten die Farbe halt zu nehmen. Und ich möchte auch nicht wieder mit so einem Aquarellkasten arbeiten. Also generell ist es so, ich koloriere lieber etwas, wo es nicht drauf ankommt, wo ich weiß, ich kann es nicht, ist nicht schlimm, wenn ich es verhunze, dann koloriere ich quasi den nächsten.
Und ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt erstmal den Hintergrund. Da seht ihr wieder, dass ich halt diese Aquarelltubenfarben nehme. Also welche ich da, also ich habe welche von White Nights, ich habe welche von Schminke, ich habe welche von Van Gogh. Und natürlich habe ich bei Schminke darauf geachtet, dass ich mir so richtig kräftige Farben hole, weil das ist einfach mein Ding. Ich glaube, das habt ihr ja auch schon mitgekriegt. Dann habe ich mir welche von Van Gogh geholt, von White Nights. Ich hatte das Gefühl, dass die White Nights ein bisschen stumpfer sind. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Schminke so viel besser ist, dass der höhere Preis gerechtfertigt ist. Und das, ich fand jetzt Van Gogh ganz gut und habe da auch noch so einen anderen. Mir ist gerade entfallen, wie die Marke heißt. So ein Reiseaquarellkasten. Da könnt, wenn das jemanden interessiert, welche Marke das ist, könnt ihr mir das auch gerne im Kommentar fragen, dann schreibe ich euch das dahin. Und also auch dieser Reisekasten, den hatte ich reduziert gekauft, ich glaube für 25 statt 35 € und muss sagen, den finde ich auch ganz praktisch, weil dann sind da schon die meisten Grundfarben drin. Eigentlich hätte ich den mir wahrscheinlich als erstes kaufen sollen. Und dann einfach nur ergänzen. Aber ich war halt auch neugierig, wie das jetzt ist mit White Nights, Van Gogh und Schminke, ob da jetzt wirklich solche Unterschiede sind. Ich habe, glaube ich, auch noch von ein, zwei anderen Firmen diese Farben. Was ich halt nicht machen würde, ist mir jetzt diese ganz, ganz billigen zu kaufen. Sag mal, wenn jetzt da von Action jetzt die Aquarellfarben aus der Tube. Also ich denke nicht, dass die jetzt so viel taugen werden. Wobei ich die fairerweise halt noch nicht ausprobiert habe. Und mir war das alles noch ein bisschen zu hell. Ich habe versucht, das nochmal so ein bisschen dunkler zu machen. Und habe gesagt, so, jetzt werde ich erstmal anfangen, den Magier da auszuschneiden. Und ja, ich habe dann immer noch kontrolliert, dass das halt die Farbe nicht durchgeblutet ist in der Mitte. Und auch mit der Zeit ein bisschen mutiger, wenn ich halt öfters mal solche Letter Journal-Geschichten gemacht habe. Was ich halt so charmant an diesem Letter Journal finde, ist, dass es jetzt keine 30, gefühlt 30 Leute sind, die daran arbeiten, sondern dass es halt 7 Leute sind. Man hat 2 Wochen, offiziell glaube ich, hatten wir gesagt, 2 Wochen Zeit, das zu bearbeiten und weiterzuschicken. Natürlich wird da, glaube ich, keinem der Kopf abgerissen, wenn das jetzt mal einen Tick länger dauert. Aber dass die Zeitspanne noch recht übersichtlich ist, wie lange es dauert, bis man dann irgendwann sein eigenes Letter Journal wieder in den Fingern hat. Und ja, es ist halt auch was anderes, ob man dann zwischendurch vielleicht ein Foto sieht von dem, was da reinkommt und das wirklich in den Händen hält, weil auf Fotos kann man das, finde ich, oft gar nicht so richtig, ja, beurteilen. So, und zwar übersetzt heißt der Spruch, den ich genommen habe: Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und ich denke mal, dass den Spruch habe ich auch genommen, weil das Thema mich im Moment halt auch so ein bisschen beschäftigt hat. Und ich glaube, es ist dann auch egal, ob man jetzt ein abenteuerlicher Jungspund ist oder ein älterer, erfahrener Zauberer. Es wird immer Sachen geben, die man dann wieder zum ersten Mal macht. Ihr wisst ja, ich um meine Punkte. Irgendwie war der Hintergrund mir noch zu leer, aber bei den Stempeln hätte ich das jetzt nicht hingekriegt, das noch ordentlich zu maskieren. Deswegen habe ich dann zumindest hier noch so ein bisschen die Punkte in den Hintergrund gebracht, damit das Ganze nicht so leer aussieht.
Ich hoffe, der Besitzerin dieses Journal gefällt die Seite. Also auch wenn sie in Anführungsstrichen jetzt relativ schlicht gemacht ist, dass ich halt ein paar Stempel raufgestempelt habe, koloriert habe und einen Text ergänzt habe. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn das, ja, wie ich finde, nicht gerade das spannendste Video war. Ich hoffe, es hat euch halt trotzdem ein bisschen gefallen. Und ihr wisst, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder einfach so, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich, von euch zu hören. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.